Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Wir haben hier ein umgebautes System, wie die Autos fahren sollen und pipapo. Das können wir jetzt hier auch mal ein bisschen nochmal abändern. Wir haben in der letzten Folge nämlich den Verkehr umgebaut. Und eigentlich könnten wir hier einfach denen mal sagen, dass die wieder eine dreispurige Autobahn kriegen. Ups, das wollte ich jetzt auch nicht. Leute, ihr kriegt eine dreispurige wieder. Oh. Unter der Brücke geht das schlecht, ne? Hm. Kann ich nicht dich einfach so ein bisschen nach drüben schieben? Dann sollte ich doch auf locker die dreispurige... Nein, das geht nicht. Hm. So, jetzt haben wir hier... Ihr nach da drüben. Ihr nach... Da. Oh, Moment mal. Ich habe das falsch umgebaut hier. Wart. Nee, stimmt schon. Das hier sollte bloß andersrum sein. Deswegen gibt es hier keine Zufahrt. Hm? Ups. So, warte mal, das tun wir jetzt hier nochmal. Ich sehe zwar nichts, aber ich kann ungefähr ahnen, wie das hier sein soll. Warte mal. Genau. Du hier hin. Du gehst hier und du gehst hier hin. So, perfekt. Dann hier. Muss alles gerade bleiben mal. Hier machen wir das genau. Ihr sollt nicht umdrehen, fahrt weiter, ihr Vollpfosten. So. Dann geben wir den mal vor, wo sie hinzufahren haben, wenn ich die Punkte erwischen würde. Links. Ja, wo ist der blaue Punkt? Ja, wo ist der blaue Punkt? So. Das sind die... Ach du Scheiße, wir haben hier einen Vollstau. Okay, da wechseln sie jetzt wieder dauernd Spuren. Du darfst eh überall hinwechseln und du darfst so wechseln. Hier abfahren. So, jetzt sollte sich der Verkehr gelockert haben, beziehungsweise auch die Geschwindigkeit wieder daherkommen. Weil jetzt stehen natürlich hier auch tausende von LKWs mittlerweile, die alle auf die Autobahn möchten. Das macht das Ganze nicht wesentlich einfacher, aber jetzt hat eigentlich langsam schon. Ja, jetzt hat schießen die Autos langsam wieder runter. Jetzt müssen nur die ganzen LKWs da rauskommen. Und dann fließt der Verkehr ganz gemütlich hinten auf die ha. What the fuck, warum? Hier. Und hier. Und danach verteilt ihr euch auch ganz gemütlich, okay? So. Und warum steht der Verkehr jetzt wieder? Ich mag mal kurz gucken. Ganz blöde Frage. Wo fährt der Verkehr hin? Der fährt hier ab. Das ist ja alles super. Da staut sich's wenig auf. Also es staut sich schon auf, aber es staut sich nicht jetzt so schlimm auf, wie ich es mir vorgestellt hätte, wenn es passiert wäre. So, jetzt können wir noch ein bisschen upgraden hier. So. Und vielleicht sollte man da auch die richtige verwenden. So. Aber das Ding darf eindeutig nicht gerade ausfahren. Mm-mm. Nein.
Der Verkehr staut sich, staut sich, staut sich. Und da verstaut sich es natürlich noch schlimmer. Weil die alle auf einer Spur bleiben. Ich habe euch extra mal das Recht gegeben, nicht zu wechseln. So, genau. Und dann staut sich das hier natürlich. Aber ich kann doch sicher was hier in der Abfahrt ändern. Alter, was ist denn jetzt los? Habe ich gerade hier Weltuntergang mit dem Handy? So, okay, jetzt müssen wir hier die wieder verbinden. Und dann sollte der Verkehr ja ganz easy, locker da drüber kommen, ne? Und dann setzen wir ihm hier noch die Ansage. Jo, der ist Reinabbieger. Der ist so eine Kombi. Kann ich den hier an der Kreuzung sagen, sie sollen Vollgas geben? Ne, geht nicht, schade. Problem ist natürlich, von hier kommt viel mehr Transportverkehr als anders. Aber warum wenden die auch hier? Lass mich raten, die wollen wenden. Das sollte man aber hier nicht dürfen. Man darf hier nur in die City rein. So. Und dann geben wir denen hier noch eine größere Abfahrt, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so dumm ist. Die spuren wir zusammen und die kann hier hin. So. Man merkt schon, wir sind mittlerweile dauernd im Minus. Weil natürlich hier der Müll auch ein Problem mitspielt. Die People könnten nicht leben, weil wir keine Müllversorgung haben. Kann ich nicht einfach hier so währenddessen... Oder so ein kleines Recyclingzentrum. Da haben wir noch ein bisschen Abstand. So. Dann setzen wir hier zwei Recyclingcenter hin. Und noch... Ah, die verbraucht... Oh, die ist groß. Nee, dann tun wir nur die Recyclingcenter mal hier reinpacken. Bong. Also die Stadt ist ja schon groß geworden, aber... Das ist nicht so gut. Vielleicht sollten wir einfach mal für die Zeit die Abfahrt hier sperren. Und nochmal schnell den Verkehr löschen. Ey, das gibt's nicht. So, Recyclingfahrzeuge sind auf dem Weg. Und können sich mal um die Umgebung hier kümmern. Damit die wieder happier wird. Was sind hier die Probleme? Was ist das? Der Boden ist verseucht, weshalb... Oh, nein, 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 nein. Mm-mm. Nicht schon wieder eine Wasserverseuchung irgendwo, wo ich hier was habe. Ist mein Wasser verseucht? Hä, ich habe irgendwie verstanden, das Wasser wäre verseucht. Das ist es ja aber nicht, oder? Kann ich irgendwo die Wasserqualität nochmal mir angucken? Wasserabklärung? Wassertankverbrauch?
schauen wir mal, wo ist denn hier Bodenvergiftung? Alter, Leute, ich sollte nie mein Handy bei Aufnahmen auf laut lassen. Ey, das geht mir auch richtig auf den Senkel. So, okay. Deponieauslastung, bla 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 bla. Ach, hier, Jemini, hier. Also die Großteil der Ortschaften ist mittlerweile jetzt wieder einigermaßen in Ordnung, weil wir jetzt da die Center noch haben. Die Center sind hier komplett überfordert, heißt Gefühl. Dann nehmen wir ganz schnell eine Doppelspur draus, so. Man sieht ja, die hängen ja schon ineinander, was? Was passiert denn hier? Kreuzung. Kreuzungsregeln gibt Vollgas. Also so viel Müllwagen können es doch gar nicht sein. Ah, jetzt langsam tut doch der Sturm bei uns zuschlagen. Ich schalte mal hin. Schalte ich mein Handy mal auf Vibration und auf Schlautlos. So. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. So. Jetzt können die da nicht mehr wenden. Bedeutet rein logisch. So, gucken wir mal, was die jetzt da vorhaben. Dann tun wir hier neue Rechte mal vergeben, weil dann ist der hier nicht zum... Oh, ich habe die Spurperlen verbunden. Oh Gott. Das war ja mal wieder eine mega schlaue Idee. So. Da hat sich das Problem mittlerweile aufgelöst. Wir machen auch wieder 8000 plus. Das ist doch schon mal etwas. So, wie schaut's aus mit Raketenstarts? Haben wir da schon wieder ein, ja, mehrere Probleme. Zum Beispiel, dass wir einen Mega-Stau schon wieder haben und ich nicht wieder weiß, woher der kommt. Also jetzt schaut sich wenigstens die Autobahn hier vorne nicht. Jetzt schaut sie sich hier, hä? Okay, diese Gescheiß-Umlenkerei immer, das geht mir auf den Senkel. Weil die brauchen dann eine halbe Ewigkeit länger. So. Ich weiß nicht, wo die ganzen Autos immer hinwollen, aber irgendwas stimmt hier doch absolut nicht. Habe ich irgendwas an der Technik verstanden? Also wir haben viele hohe Gebäude mittlerweile schon. Dafür ist die Auslastung... weißt du, ich habe hier 3000 LKWs rumfahren und der hier hat einen Müllberg. Hä? Wie schaut denn das aktuell mit den Müllbergen aus? Ja, ihr habt ein Gebäude übersehen, Leute. Waren... Ausgehende Verbindungen. Waren, 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 Waren. Exporte. Ich würde mal sagen, kann ich mir schon ein neues Gebiet kaufen? Nein, kann ich nicht. Dafür brauche ich 75.000 Personen. Weil dann würde ich nämlich hier einen Zugpunkt einrichten. Hier einen Zugpunkt einrichten und hier einen Hafen. Und dann hier den Hafenexport starten. Ja, langsam funktioniert es wieder. Langsam löst sich alles auf. Außer der Stau hier wieder. Jetzt haben wir hier wieder... Ich hasse Autobahnen. Ich schwör's euch, ich hasse sie. Wie kann das denn passieren?
Vielleicht liegt das Problem auch die ganze Zeit eigentlich schon auf der Hand und wir haben es dauernd übersehen und es ist das hier. Vielleicht sollte man hier es umentwickeln, dem einen eigenen Anschluss geben und das hier wirklich nur auf den Punkt hier konzentrieren. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!